Hier ist Jakob. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurem 3D-Drucker, obwohl ihr nur ein einziges Tool habt, trotzdem Spaß mit mehreren Farben haben könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist euren 3D-Drucker, ein cooles Modell und natürlich zwei verschiedene Farben. Diese Technik eignet sich besonders für hübsche Gravierung oder Erhabenheiten, wie ich sie zum Beispiel hier in diesem Untersetzer habe. Bei dieser Technik werden wir den ersten Teil unseres Modells bis zum Boden der Gravierung in unserer ersten Farbe drucken. Man kann das hier auch sehr schön an meinem Modell sehen. Danach drucken wir den Boden der Gravierung in unserer zweiten Farbe und nachdem wir diesen Boden gedruckt haben, wechseln wir danach wieder auf unsere ursprüngliche Farbe zurück und drucken dann den Rest des Modells in unserer ersten Farbe bis zum Ende. Soweit schon mal zur Theorie. Wie das Ganze allerdings im Detail abläuft, zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns hier in der Slicing-Oberfläche von Cura. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Slicer für eure Objekte benutzen. Ich habe hier einmal das Modell hereingeladen von dem Untersetzer, den ich euch schon gezeigt habe. Wir sehen ihn hier sehr schön in Gelb, aber das bringt uns leider noch nicht besonders viel. Denn um diese Technik ordentlich anwenden zu können, müssen wir natürlich wissen, auf welchem Layer beginnt er denn überhaupt mit dem Druck des Bodens. Das heißt, wir gehen hier oben in die Ansichten und wechseln auf die Schichtenansicht. Normalerweise müsstet ihr hier auf das Laden des Modells noch warten, ich habe das schon mal getan. Und jetzt könnt ihr hier mit dem Slider jedes einzelne Layer für Layer durchgehen und suchen, wo das Drucken des Bodens beginnt. Und wenn ich hier jetzt ein bisschen runtergehe, dann sehen wir sehr schön, dass er jetzt hier den Boden schon druckt und ich suche den Beginn dieses Bodendruckes. Und dann sehe ich, hier auf Layer 7 hat er jetzt gar nichts mehr davon, von dem Modell. Das heißt, wenn er hier jetzt auf Layer 8 wechselt, beginnt er damit, den Boden zu drucken. Das heißt, in Layer 8 müsste ich dann auf die zweite Farbe wechseln. Jetzt lasse ich ihn das Layer 8, 9, 10 dann in dieser Farbe drucken. Und dann hier auf dem Layer 11 sehen wir, dass er da schon wieder mit dem Rand anfängt zu drucken. Das seht ihr auch an den vielen Travels hier zwischen den Modellen teilen. Und dann wechsle ich praktisch auf Layer 11 wieder zurück auf meine schwarze Farbe und drucke dann den Rest des Modells bis zum Ende durch. Jetzt bleibt die Frage: Wie merke ich überhaupt, wann mein Drucker anfängt, den Boden dieser Gravierung zu drucken? Dafür gibt es mehrere verschiedene Wege. Die einfachste ist, euren Drucker direkt per Software zu steuern, zum Beispiel mit dem Rapid Post. Da seht ihr unten rechts in der Ecke immer die Layer-Anzahl, auf der ihr euch gerade befindet. Da könnt ihr natürlich jederzeit immer wieder draufschauen und wenn ihr seht, ihr würdet dann in diesem Layer, bei mir jetzt ist Layer 8, landen, dann könnt ihr einfach den Druck stoppen, das Material wechseln und dann weitermachen. Bei unserem Ultimaker haben wir das leider nicht ganz so einfach. Dafür haben wir natürlich den Vorteil, dass wir den dann direkt über die SD-Karte drucken lassen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder setzt euch neben euren Drucker und passt ganz schön auf und zählt immer mit, in welchen Layern ihr seid, was nicht empfehlenswert ist, weil das kann ziemlich langweilig werden. Die zweite Technik, die ich persönlich anwende und die ich wesentlich besser finde, ist die folgende. Ich sehe jetzt hier auf meinen Layern, dass ich habe hier einen nicht vollen Infill. Ich habe jetzt in dem Moment eine Fülldichte von 15%. Da sehe ich, dass auf Layer 7 hier noch komplett Infill nur gemacht wird und natürlich der Rand. Auf Layer 8 fängt er dann damit an, den Boden zu drucken. Das Schöne ist, der ein oder andere, der von euch schon mal gedruckt hat, wird wissen, immer wenn ihr so einen 3D-Drucker bedient, die Stepper-Motoren, die geben Geräusche ab. Sind manchmal auch sehr lustige Melodien dabei. Wenn der Drucker die ganze Zeit nur linear verfährt und diesen Infill druckt, dann hört ihr das. Dann hört ihr eine ganz bestimmte Melodie, sage ich jetzt mal. Wenn er dann anfängt, den Boden zu drucken, dann verändert sich diese Melodie und ihr wisst sofort vom Hören schon, aha, jetzt fängt mein Drucker an, damit etwas anderes zu drucken. Dann geht ihr rüber zu eurem Drucker, haltet den Druck an, wechselt das Material, lasst ihn dann diese drei Schichten drucken. Da könnt ihr dann einfach ein bisschen zugucken. Und dann danach wechselt ihr wieder zurück auf eure ursprüngliche Farbe. Wenn ihr dann wieder auf eure ursprüngliche Farbe gewechselt habt, dann zieht einfach den Druck bis zum Ende durch und dann habt ihr ein sehr schickes Modell. Ich habe das Ganze mal für euch in einem Video zusammengestellt, damit ihr auch mal ein Beispiel direkt dafür sehen könnt. Viel Spaß dabei!
Das war's auch schon für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Links zu allen Themen und Modellen findet ihr in der Videobeschreibung hier unten. Vergesst nicht, den entsprechenden Daumen nach oben oder nach unten zu geben, damit euer Feedback auch am Ende bei mir ankommt. Wollt ihr keine der Episoden mehr verpassen? Dann abonniert doch einfach den Channel mit einem Klick auf den Button hier unten. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.